Und ich wollte eigentlich nochmal diesen Boost irgendwie ausprobieren. Na. Aber ich merke halt immer wieder, dass es doch relativ schwierig ist, da diesen Boost irgendwie aufzubauen und da irgendwie geschickt hinzukommen, weil doch der Motor ja relativ häufig kaputt geht. Man muss hier sogar ein bisschen mit dem Wasser arbeiten. Dann ist auch schon wieder rum irgendwie. Also ich habe noch nicht so den Dreh raus, wie das hier mit nur einer Person gehen soll. Jetzt ist der Motor aus. Oh Mann. Nee, jetzt muss ich Material aufladen. Also ich, es ist schon so eine kleine Herausforderung tatsächlich. So, aus Möhrer da sagt momentan auch noch nichts. Und eigentlich müsstest du hier geschickterweise eigentlich noch jemanden haben. So ein Spiel im Multiplayer finde ich ganz cool. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, das hätte eine Multiplayer-Funktion, wo man dann sagen kann, einer kümmert sich dann halt um so Zeug und der andere kümmert sich um die Schiffssteuerung. Ist ja doch hier tatsächlich so ein bisschen was kaputt gegangen. Aber ein Stückchen müssen wir tatsächlich noch. Zumindest habe ich das Gefühl. So. Das Müllradar sagt momentan gar nichts. Muss ich da was reparieren? Ziemlich krass, ne? Was man ja doch irgendwie ein bisschen kühlen immer zwischendurch. Das hast du halt einfach auch gar nicht so auf dem Schirm, ne? Und dann geht ja schon wieder die Karre kaputt, ne? Dann glüht das da schon wieder. Mann! Vor allem überhitzen hier. Was denn hier los, ey? Wie kann man denn hier so arbeiten? Ey, das ist ja furchtbar. Ich kann so nicht arbeiten. Ich frage mich gerade, ob... Ich frage mich gerade tatsächlich, ob es nicht sinnvoller ist, wieder aufzutauchen. Ich guck mal, wir probieren's mal. Vielleicht ist das Unwetter ja schon rum und wir können segeln. Weil irgendwie ist gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Plopp. Ja, das sieht mir schon mehr danach aus, dass hier irgendwo... Da hinten, das ist ein Schiff da hinten. Warte mal. Ich bin furchtbarer Kapitän. Ganz furchtbarer Kapitän, aber da hinten ist ein Schiff. Also, es gibt so viele Hinweise darauf, dass es sehr viele Überlebende geben kann. Und dass es sein kann, dass wir vielleicht in den nächsten Stunden wen treffen. Ich hoffe es zumindest. Und, ich hoffe, dass diese Reihe Far noch ganz, ganz viele tolle Nachfolger bekommt. Ich hatte ja mal irgendwie vor kurzem mal so ein bisschen erzählt, das wäre halt auch ganz cool, wenn man vielleicht sogar noch mit einem Fluggerät irgendwie was machen muss. Oder man nochmal irgendwie so eine Kombination aus Fluggerät und Bodenfahrzeug oder andersrum, so ein fliegendes Schiff oder sowas, das fände ich cool. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon so verschiedene Dinge in der Mache sind. Ich meine, mit ein bisschen Glück, ne? Ich meine, mit ein bisschen Glück könnte man ja mal gucken, ob vielleicht auf der diesjährigen Gamescom die Entwickler wieder da sind und vielleicht schon was Neues im Gepäck haben oder einen Nachfolger im Gepäck haben. Das wäre natürlich
Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Das wäre auf alle Fälle sehr, 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 sehr schön. So, ich bin gespannt. Das Unwetter haben wir hier meistert, tatsächlich. Irgendwie. Ist halt immer so schwierig. Weil das halt eben irgendwie dieses Schiff steuern, ne? Ich muss hin und her rennen. Ich habe einfach diesen Workflow einfach nicht raus. Da bin ich auch zu. Da bin ich auch zu Planet Zoo verwöhnt. Weißt du, da hast du ja Zeit, weißt du? Da kannst du auch ganze Zeit schwatzen mit deinen Leuten. Also im Livestream. Wir haben ja Planet Zoo ja immer im Livestream gemacht. Machen wir immer noch. Also wer da mal reinschauen möchte, kann gerne sich da mal dahin verirren. Und ein bisschen lauschen. Guck mal, diese Boje hat ein Gesicht. Das sind so zwei Augen, zwei große Ohren. Ich bin gespannt. Also es sieht jetzt tatsächlich so aus, als müssten wir irgendwie wieder ein kleines Hindernis machen. Überwinden. Und mit Sicherheit ist mein Tee schon fertig. Muss ich gleich mal meinen Tee holen. So. Es wird mehr, es wird voller. Und ich habe so. So, da jetzt runter. Ich will mal ganz kurz aufs Müllradar gucken. Ob wir da irgendwie. Da haben wir nämlich was. Da werden wir nämlich gleich mal tauchen. Und ich hole mal ganz schnell einen Tee. So, Müllradar schlägt aus. Das heißt, wir hüpfen mal hinten ins Wasser. So. Und dann checken wir mal hier so ein bisschen die Lage. Vielleicht haben wir ja Glück und finden irgendwie. Ah, das ist cool. Da haben wir. Das können wir bergen mit einer. Mit dem Kran. Und zack, ran das Ding. Ist ultra chillig irgendwie, ne? So kommt gar keine Musik und nix. So, einmal hochziehen das Ganze. Einmal hoch. So. Mal ein bisschen Ton lauter machen. So, was haben wir denn da drinne? Da haben wir ein lausiges Päckchen. Ein lausiges Päckchen, glaubst du das? Jetzt müssen wir da direkt nochmal runter, weil wir haben irgendwo hier schräg unten noch was. Was wir bergen können. Vielleicht ist es einfach nur so ein bisschen Zeug, was rumschwimmt. Die Frage. Was ist denn da so stachelig? Das ist ja ein Ding. Was ist das denn? So, ne, hier haben wir gar nichts. Hier haben wir gerade dieses eine Teil hochgezogen. Und hier oben kann ich drüber. Bon. Zack, hier kann ich drunter. Da ist nichts mehr. Hier kann ich rein. Okay. Oh. Na, schau mal einer an.
Hier in diesem Teil ist was drin gewesen. Das ist ja... verrückt. Und jetzt wäre die Frage, wie komme ich da jetzt lang? Da ist eine Leiter. Das sieht so aus wie ein Straßensystem oder so ein Tunnelsystem. Ein hochgelegtes... Oder sind das alte irgendwie... Ich kann es nicht so richtig entziffern, aber es scheint irgendwie... so verbunden zu sein mit mehreren Instanzen. So, haben wir ein bisschen Müll. Jetzt können wir direkt hier mal ranbaumeln. Jetzt bereiten wir direkt mal hier... bereiten wir direkt mal vor, dass wir hier wieder ein bisschen Platz haben und alles so ein bisschen aufräumen. So, okay. Also, entfernen wir mal ein Stückchen. Ganz kleines Stückchen vor. Vorfahren. Ich hatte nämlich vorhin die Segel so ein bisschen eingezogen, weil ich dachte, man müssen da unten drunter durchfahren. Oh, da haben wir jetzt was bewegt, tatsächlich. Da haben wir was bewegt. Das sind Lagerräume. Nee, das sind Betten. Guck mal, wie viele das sind. Das sind einfach Betten, so als Lagerregale irgendwie um- und aufgebaut. Das ist ja verrückt. Und dann sind diese ganzen Tunnel, sind alle miteinander verbunden, mit so Zentren irgendwie. Was ist das für eine Welt? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Aber alles über Wasser. So, den lasse ich mal. Den kann ich gar nicht. Der zieht sich quasi wieder zurück. Okay. Dann werden wir da wahrscheinlich irgendwie das Tor dran bauen müssen. Damit wir dieses Tor da rausziehen, dass wir dann da durchpassen. Wäre jetzt so mein erster Gedanke tatsächlich. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir das genauso machen müssen. Okay. Ich bin mal sehr gespannt. So, hier ist der... Achso, das ist der Kran. Und wir müssen da wahrscheinlich jetzt den Kranhaken abnehmen. Indem wir da... da was drücken.